Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Wenn dieses Video veröffentlicht wird, dann bin ich auf dem Weg in diese Stadt hier. Auf dem Weg nach Córdoba in Spanien, Andalusien. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, was will ich dort? Das ist kein Urlaub, sondern ich nenne das Videoreise. Das will ich so ungefähr einmal im Jahr immer machen. Ziel ist es, an einen historisch interessanten Ort zu reisen und dort so viel wahrzunehmen wie möglich. Natürlich Videos zu drehen, mir viel anzuschauen, viel zu lesen über den Ort und den historischen Kontext und daraus dann für YouTube eine Videodokumentation zu machen. Alles quasi als One-Man-Show. Das Ganze habe ich schon zweimal gemacht. Einmal die Burgentour, da bin ich einmal durch Deutschland gereist und habe mir 6 Burgen angeschaut. Und zuletzt meine Orkney-Reise. Diese Videoreihen könnt ihr euch auf YouTube natürlich anschauen, falls ihr sie verpasst habt. Link zu der Playlist findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt soll es also nach Córdoba gehen und das Thema wird nicht allgemein Córdoba sein, nicht allgemein Spanien, sondern mich interessiert das muslimische Spanien, also die Zeit, in der die Muslime dort geherrscht haben, was dort übrig geblieben ist, wie man damit umgeht, und sicher auch noch einiges mehr, was mir da so begegnet. Spannendes Thema, wie ich finde. Ich selbst wusste relativ wenig dazu, habe jetzt auch schon viel gelesen und werde auch noch viel lesen. Ja, aber am Ende, was dann bei rauskommt, was dann am Ende zu sehen ist auf den Videos, das weiß ich jetzt noch nicht. Das ist für mich auch immer eine große Spannung und ein großes Abenteuer. Das zum einen. Das bedeutet natürlich ein bisschen was für den Kanal und das will ich gleich mal nutzen jetzt für ein kleines Kanal-Update. Als erstes, falls ihr mir während dieser Reise so minimal über die Schulter schauen mögt, dann verweise ich mal auf mein Instagram-Profil. Das findet ihr unter Real Steinwallen. Das nutze ich wirklich nur, wenn ich auf Reisen bin. Also falls euch sowas interessiert, dann schaut da mal rein und folgt mir dort. Ich werde also auch von Córdoba aus dann ab und an dort ein Foto posten. Zum Zweiten bedeutet das, dass es auf YouTube ein reduziertes Kanalprogramm geben wird, so in etwa 2 Wochen, weil ich natürlich auch vorproduzieren musste und wenn ich wiederkomme, nachproduzieren muss. Das hat entsprechend Auswirkungen, dass ich nicht so viel schaffe. Und das bedeutet ganz konkret, und ihr könnt das auch im Programmkalender jederzeit nachschauen, Link in der Videobeschreibung, dass ein Video am Tag kommt. Und zwar wird The Witcher 3 sich mit Crusader Kings 3 abwechseln. So, ihr seht, wie das dann hier immer gedacht ist. Das Ganze läuft dann in 2 Wochen aus und startet dann am 1. März dann wieder normal mit dem Programm mit Workers und so weiter. Es gibt eine kleine Unterbrechung, weil ich dann schon wieder da bin und den Stream möchte ich nicht ausfallen lassen. Und zwar am 24. Machen wir so einen Freitagsstream mit Whisky Tasting und wir spielen Frostpunk, das Szenario Die Flüchtlinge, zu Ende. Ja, das wird das Finale sein und sehr spannend sein. In diesem Zusammenhang nochmal ein Hinweis bezüglich dieser Freitagsstreams, der langfristigen Livestream-Projekte. Da sind ein paar jetzt ausgefallen im Dezember und deswegen gab es große Pausen, insbesondere bei Medieval Dynasty. Es kommt auch, weil Frostpunk das so intensiv war innerhalb des Szenarios, dass ich ungern da auch noch wieder eine super lange Pause machen wollte. Deswegen habe ich das jetzt erstmal kompakt zusammengezogen und vorgezogen. Wenn das Szenario beendet wird, und das ist hier am 24. definitiv der Fall, dann wird es erstmal einen größeren Block ausschließlich mit Evil Dynasty geben an diesen Freitagsstreams. Startet dann aber auch erst irgendwann Mitte, Ende März, weil am 10. März ist auch nochmal wieder eine Veranstaltung, sodass das ausfallen muss. Das ist alles ein bisschen unbefriedigend. Aus dem Grund werde ich in Zukunft auch das ganze System ändern, was diese langfristigen Stream-Projekte betrifft. Ich werde immer nur ein langfristiges Stream-Projekt für den Freitag haben, sodass, wenn es mal ausfällt, nicht ganz so dramatisch ist. Und dann ist das auch irgendwann eher zu Ende und dann starten wir einfach ein neues. Als ich das mal angefangen habe, war die Situation einfach auch noch ein bisschen anders. Jo, und ganz wichtig noch, am Donnerstag steht hier noch nicht drin, aber wenn nichts dazwischen kommt, der nächste Donnerstream am 2. März ist das, starten wir mit A Bavarian Tale, totgeschwiegen. Ein wunderbares kleines deutsches Rollenspiel, das in Bayern im 19. Jahrhundert spielt. Das beginne ich dann am 2. März. Und hier, das ist glaube ich noch nicht eingetragen, da gibt es eine große Multiplayer-Runde, muss ich noch nachholen.
mit Victoria 3 Game of Nations am 3. und 4. Gut, das dazu, eine kleine Programmvorschau. Dann verweise ich auf meinen neuen Uncut-Kanal. Hat vielleicht der eine oder andere noch nicht mitbekommen, dass es den gibt. Dort bringe ich sämtliche Livestreams, die stattgefunden haben, immer einige Tage später, lade ich sie hier als Video on Demand auch auf YouTube hoch. Und ich werde mein gesamtes Livestream-Archiv, also die Livestreame der letzten 2-3 Jahre, nach und nach ebenfalls hier einspeisen, sodass hier mit der Zeit richtig viel toller Content nachzuholen ist. Da ist schon einiges drauf. Gerda ist gerade jetzt abgeschlossen worden, ein wunderbares Spiel. Frostpunk, da wird der letzte Stream am Donnerstag jetzt erscheinen. Medieval Dynasty sind wir aktuell. Da müssen die Zuschauer leider noch ein bisschen sich gedulden, bis es dann auch wieder im Stream weitergeht. Pentiment ist komplett dabei, Oregon Trail und so weiter, Ränkespiele und ein paar andere Geschichten. Und es startet jetzt ab Sonnabend Inscription. Das wären auch 8 Teile, 8 Abende. Fantastisches Spiel. Also auch das ist hier nachzuschauen. Gerne abonnieren, wenn euch das interessiert. Und dann immer mal wieder ein Hinweis auf mein Let's Play-Archiv, denn ich mache das schon viele, viele, viele Jahre und das heißt, es sind viele Let's Play-Projekte, die abgeschlossen sind, die irgendwo in der Backlist schlummern, aber durchaus sehenswert sind. Und damit ihr da einen Überblick habt, gibt es dieses Let's Play-Archiv. Link in der Videobeschreibung. Im Übrigen auch der Link zum Uncut-Kanal, den findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und das Ganze ist sortiert alphabetisch nach Strategie, nach Rollenspiel-Adventure, Action-Adventure und nach Aufbau-Wirtschaft-Survival. Und ihr seht immer, wie viele Folgen das sind, wann das eigentlich hier veröffentlicht wurde. Und dann könnt ihr direkt zur Playlist euch durchklicken. Und zu guter Letzt noch ein Hinweis auf die aktuellen Games Planet Community-Gutscheine, die ihr nutzen könnt. Jeweils zu den Spielen findet ihr hier immer diesen Unterstützungslink. Wenn ihr diesen Link nutzt für euren Einkauf, dann unterstützt ihr mich und diesen Kanal. Aktuell sind dazugekommen für Pharao und für Western Front Gutscheine. Und Pharao wird ja auch am 15.02., also ich glaube am Tag, an dem ich dieses Video veröffentliche, auch erscheinen. Und dazu habe ich auch noch ein Angespielt vorbereitet, das ebenfalls heute am 15.02. erscheinen wird. Also ein Klassiker-Remake, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Falls ihr Interesse habt, schaut euch gerne das Angespielt an und nutzt gegebenenfalls diesen Rabattcode TUTSTEINAMUN. So, und die anderen findet ihr ebenfalls. Auch zu dieser Seite gibt es einen Link in der Videobeschreibung. Das wäre es von mir. Ich wünsche euch schöne 1-2 Wochen. Wir sehen uns dann wieder entweder im Livestream oder in irgendeinem meiner Videos. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.